Yo, okay, also Pentaceratops. Update für die Habitatsvoraussetzung, ich bin begeistert. Sumpf, Spinosaurier benötigen jetzt neben Grasland, Wald auch Sumpfland. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gehege Ihre Voraussetzungen erfüllen. Fischfutterstation, die Dinos fressen jetzt auch. Lieber aus Fischfutterstationen anstatt aus Futterstationen für Fleischfresser, nutzen aber weiterhin beide. Baryonyx, Suchomimus, Spinosaurus, Spinoraptor sind davon betroffen. Also eigentlich in dem Fall hier nur der Spino. Der Miese. Gucken wir mal. Spino, wo ist er? Da ist er. Ist ja nur noch einer da. Sumpf. Sumpf. Hier steht er. Ah, doch. Ah, du bist die Sumpf. Passt. Gerade so. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, wir brauchen Metriacanthosaurier. Und Pentaceratops, zwei Stück. Die werden gebrütet. Und der Metriacanthosaurus mit 100% haben wir ziemlich sicher noch nicht. Metriacanthosaurus in Dominus? Nein, immer noch nicht. Metria doch haben wir. Aber die müssen alle zusammen untergebracht werden. Okay, das heißt, wir werden den dann da rauslassen. Da wird er dann wahrscheinlich schön Nom Nom machen. Wenn er denn kann. Ansonsten Gewinn pro Minute aus Gästeanlagen. Gucken wir mal, ob wir da noch was reißen können. Nachtsichtgerät verkaufen für 30. D-Bar Dino Cocktail 26 für 35. Das passt. Die anderen müssten wir dann einfach nochmal gucken. Und zwar das, ne, Schutzraum brauchen wir nicht zu verkaufen, Kraftwerke auch nicht, Rangerstation, Souvenirladen. Jo, Nachtsichtgerät für 30 verkaufen, passt, Kleiderladen 20, Dino Overall verkaufen für 30, passt auch. Ich glaube, wir haben schon alles nach oben gepusht, was geht, ne? Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Fossilienzentrum, Expeditionszentrum, Hotel können wir nichts einstellen, dementsprechend, ja, müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Zeug hier klar machen und gucken jetzt auch erstmal nach unserer Expedition. Allosaurus. Allosaurus. Okay. Nehmen wir doch. Weil wir es können. Sonst haben wir keine Fossilien und nichts. Das ist natürlich nicht wirklich schade. Kann man so lassen. Wir gucken jetzt mal, dass wir schnellstmöglich hier einfach mal durchkommen. Und ich versuche das alles jetzt schnellstmöglich zu pushen. 67%. Okay, das geht relativ schnell. Ab Arthosaurus und so weiter. Restaurant. Jurassic Mammoth. Gigantosteak verkaufen wir natürlich für 30 Dollar. Wir sehen jetzt zum Spaß hier. So, 30. Bam. Mal Einkauf 20 und so. Dann haben wir hier den Schutzraum. Den machen wir natürlich nicht klar. Beobachtungsplattform können wir nichts einstellen. Okay, aber wir haben doch hier bestimmt noch mehr Scheißdreck. Nein, na dann wird es langsam mal Zeit, dass wir mal mehr Gewinn machen. Der Metriacanthosaurier, das ist, hoppa, na? Metria Ingen, da ist es. Ingen-Datenbank, Dinosaurus und dann M. Metriacantho Giganto. Metria, wo ist er? Der? Ne, das ist der T-Rex. Goddammit. Raptor. Wo ist der Metriacanthosaurus? Da, der da. Der da mit den Hörnchen oben drauf. Der ist das. Da bin ich mal gespannt. Der ist eigentlich gar nicht so groß. Wenn ich den hier rauslasse, wird er aber wahrscheinlich trotzdem alles weggenommen. Ja, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Fastfood am Arsch. Hier, 14. Verkaufen für 30. Natürlich. Bam, Bitches. Sie werden es bezahlen, weil wegen den Dinosauriern. Niedrige Gesundheit, wo? Why? What is happening? Er nun wieder. Na gut, rangern wir uns doch mal einen rein. Jo, ah, der war auch nicht ganz fit. Wenn er schon hier auf dem Weg ist, können wir den hier gleich noch mitteilen. Und ja, wir gucken mal, was mit dem Fischi-Spaß geht. Gehen Sie zu Fossilien. I'll do. Gucken, was wir gefunden haben. Allosaurus wäre natürlich nice. Allerdings sieht das nicht so gut aus.
Das war ein Pflänzchen. Doch, das ist Allosaurier, oder? Ja, Mann. Yes, Allosaurus und Allosaurus. Okay, und wir können die zwei freilassen. Gucken wir doch direkt mal, was passieren wird. Ach du Scheiße, hat er ein Riesenschild oder was? Gar nicht mal so klein. Das kann ja nur Chaos geben. Ich glaube, ich muss noch eine Futterstation an den Start bringen. Du sagst es. Ja, Pentaceratops ist neu. So, den lassen wir jetzt einfach so frei, ohne dabei zuzugucken. Und wir brüten uns einen Metriacanthosaurier. Uncool, dass der hier rein muss. Da modifizieren wir aber mal das Genom so, dass er nicht so stark ist. Aber so wie ich das sehe, Aussehen ist 0 Gen. Gut, das können wir erstmal lassen. Erhöhte Dichte, nix. 0 Gen. 0 Gen. 0 Gen. 0. 0. Und 0. So will ich das ausbrüten. Weil er braucht ja nur 100%. Steht ja hier. Das Genom braucht nur 100%. So ein Schild im Mittelalter. Ja gut, das war riesig. Ich meine, der ist nicht gerade klein, ne? Ich befürchte nur, wir haben hier für die Dinosaurier tatsächlich zu wenig Pflanzenfresser. Jizz drin, kann das sein? Pflanzenfresser Jizz. 1, 2, 3. Ja, also zumindest Futterstationen sind nicht so der Reiser. Hauen wir hier noch eine raus. Und, ja, da muss irgendwas aufgefüllt werden. Das da, gut. Die Rangers sind sowieso am Start. Aufgabe hinzufügen, da auffüllen. 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 Beim T-Rex auch auffüllen. Und bei denen da oben garantiert auch. Oh, da ist einer sick. Okay, aber aufgefüllt werden muss hier nichts. Sauber. Sauber. Gut, dann sollten wir doch mal die Fischfutterstation uns betrachten. Moment. GHG. Fisch. Futterstation. Im Wasser. Alter. Okay. Gucken wir mal, ob das klappt hier mit Fischen. Vor allem ist hier der T-Rex drin. Jawohl, der kriegt auch eine Fischfutterstation. Und die Jungs bekommen auch eine Fischfutterstation. Da können sich das schön da reinziehen. Was war das? Nothing? Gut. Ist Hammond Entwicklungslabor. 34%. Okay, es dauert noch ein wenig. Und wir sollten den Gewinn noch etwas maximieren. Gucken wir uns nochmal die generelle Parkbewertung wieder einmal an. Was geht ab? Was geht ab? Na, Nahrungsbewertung 23. Einkaufsbewertung 21. Das sind so die Dinger. Heißt also, wir brauchen definitiv noch ein Restaurant. LL Restaurante. Gäste. Le. Nicht Fast Food. Was ist das? Fossiliengebiet. Die Bar D. Und Restaurant, da. Essen und Getränkebewertung geht ab, aber wow. Das Ding ist eigentlich, wenn ich es mal so recht betrachte, doch etwas groß. Jetzt ist es natürlich schön gemacht, dass man die Umrandung endlich mal sieht seit dem Update. Damit man sieht, wo man die Dinger überhaupt hinstellen kann. Das ist natürlich geil gemacht. Allerdings, da will ich mir den Weg nicht verbauen. Le Restaurant, ja, ja. Guck mal. Da, ich hoffe nur, dass es da halt auch Strom hat. Und können wir schon anklicken? Nein, können wir nicht. Ich weiß nicht, ob Sie gerade Zeit haben, aber dieser Auftrag ist zu gut, um wahr zu sein. Okay, das mag ein bisschen übertrieben sein. Ja, ist es auch. Tschüss. Denn, ich glaube, deinen Scheiß haben wir schon erledigt. Kann das sein? Itzla Sorna. Moment, woran sind wir denn gerade? Ja, Wissenschaft. Also, der kann mich mal, der Typ. Kann mir mal die Jagon-Lute. Wie immer. Überraschung. Und so. Ja, komm, bau fertig jetzt. Und dann bin ich ja mal gespannt hier. Fisch oder Station? Was? Ja, okay, cool. Eine erhöhte Gästeanzahl. An betriebsbereiten Hotels. Okay, also ich soll eine erhöhte betriebsbereite Hotelbereitschaftsspaß Scheißendreck machen. Ist das so, tatsächlich? Annehmbare Kapazität. Die meinen es ernst mit den Hotels. Ihr seid Freaks, ohne Scheiß. Naschkatzosaurus, Gigantolol Steak. Natürlich für over 9000 Dollar. Weil wir es können. So. Boom.
dann gucken wir nochmal nach einem Hotel. Aber ich befürchte, wir haben gar nicht genug Platz für noch ein Hotel. Egal, wir gucken mal. Gäste. Hotel. Ho, ho, ho. Scheiße, das passt doch nirgends mehr hin. Ernsthaft jetzt. Ja, ich glaube, wir müssen langsam mal in irgendeine Richtung erweitern, damit wir überhaupt nochmal Platz finden für irgendetwas. Obwohl, wenn ich mir das hier so betrachte, hier könnte noch eins hingehen. Ho, ho, Hotel. Aber nein. Vielleicht hier hinten dran, ja. Gebäudebeschränkung. Deine Mom hat Beschränkungen. Fuck off! Okay, da passt schon mal nicht hin. Ins Gehege könnte man es natürlich auch bauen. Nee, ich würde sagen, wir müssen langsam aber sicher nach da hinten expandieren. Hier ist nämlich noch ein bisschen Platz. Aber, Moment mal. Nee, nicht Kontrolle, LOL, Raum, KT. Ja, hier ist noch Platz. Das glaube ich. Na, schön, danke, tschüss. Nee, hier haben wir einen Engpass. Also wir können frühestens da hinten wieder was bauen. Jetzt lassen wir mal Demetria Kando frei. Jetzt bin ich mal gespannt. Das kann nicht gut gehen. Never. Obwohl er eigentlich ja relativ small ist, ne? Oh, ein geiles Muster hat er. Der frisst doch jetzt alles, was in dem Gehege ist, ey. Bobby. Ein guter Wissenschaftler ist ja, ein ne? Guter Beobachter. Warte, warte. Das, was wir tun wollen. Wir müssen unsere Dinosaurier optimal versorgen und Störungen in der Gemeinschaft minimieren. Genau. Ich kenne mich mit der Wissenschaft nicht aus, aber das hat Showpotenzial. Natürlich. Wurde schon etwas gefressen? Und können wir vorhersagen, wann das passieren wird, um den Ticketverkauf anzukurbeln? Stellen Sie sicher, dass jeder Dinosaurier in einem sicheren Gehege untergebracht ist. Wo ist der Metriacanthosaurus jetzt? Fuck, den sollten wir beobachten. Da ist er. Gucken, was er macht. Ich habe ihm jetzt eine Futterstation dahingestellt. Ich hoffe, das geht klar. Ich weiß es nicht. Wir beobachten ihn mal. Meinst du, der stirbt? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn der jetzt mal getrunken hat, wird er erstmal hingehen und hart was essen. Ich hoffe, dass er an die Futterstation geht. Allerdings bin ich mir da nicht so sicher. Ob er nicht seinem Jagdtrieb nachgibt. Das könnte nämlich auch passieren. Ja. Wie gut, dass wir rausgezoomt haben. Ah, da ist er. Was hast du vor, Minion? Bäume. Okay, so ist besser. Ah, er geht an die Futterstation. Das ist natürlich nicht schlecht. Guck mal, wie klein der ist gegen den Brachiosaurus. Süß. Ist das ein Brachiosaurus? Ja, ne? Ja. Okay. Der Brachiosaurus interessiert das wahrscheinlich auch nicht. Der nommt sich jetzt erstmal einen voll. Und in 3 Minuten 25 ist auf jeden Fall diese Mission erledigt. Der Schatten ist sogar größer. What the hell? Die Wissenschaft erfordert Beweise, aber mein Instinkt sagt mir, dass wir von einer anderen Abteilung sabotiert wurden. Ist das so? Nee, nicht länger. Ah, scheiße. What is happening? Ranger-Station kaputt, oder was? Was? Die Ranger-Station benötigt Strom. Okay, cool. Also, wir müssen das Fahrzeug lenken. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen gucken, dass wir irgendwas reparieren. Aus dem Weg, Bisch! Komm, tu es. Tu es. Neustart im Gang. Gut. Oh, oh, oh. Okay, wir müssen erstmal den Notstand ausrufen. Wo ist unser Schutzraum? Der nächstgelegene. So, alle öffnen. Sucks. Das musste ja jetzt passieren, ne? Fahrzeug lenken. Ah, ich glaube, was auch immer das war, ist es näher. Neustart im Gang. Oh, oh. Aus dem Weg, ihr little shits. I'm coming. Woohoo. Ups, naja, gut. Chaos! Ah, shit! Autofahren will gelernt sein. Ich habe nicht die leiste Ahnung, wo ich überhaupt gerade bin. Wo ist das nächste Kraftwerk? Da, Kraftwerk.
Okay, cool. Und dann...